Mein Name ist Bond. James Bond. 180 Sekunden Jürs. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Deutschlands schnellste Filmkritik startet. Dir wäre jede Schweinebacke. Jetzt. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, sagt der Weihnachtsmann. Und kommt und nimmt die Axt und zerhackt das Kind. Ja, und damit herzlich willkommen zu 180 Sekunden News, die schnellste Filmkritik im Netz. Und ja, heute geht es nämlich um Christmas, Bloody Christmas, was Besinnliches von Cape Light Pictures zum Gabenfest. Ja, in Christmas, Bloody Christmas geht es um Tori und Robbie. Beide arbeiten in einem Plattenladen, Tori ist die Chefin und beide wollen sich an Heiligabend eigentlich nur noch zu voll laufen lassen und zudröhnen und eventuell noch Sex haben, das lassen sie sich so ein bisschen offen und ja, ziehen abends durch die Straßen. Was sie nicht ahnen, ist, dass nebenan ein Roboter-Weihnachtsmann im Spielzeugladen steht, also das wissen sie zwar schon, allerdings nicht, dass dieser zurückgerufen werden soll, weil er ein paar Funktionsstörungen hat. Der Roboter war nämlich eigentlich fürs Militär gedacht, also als Tötungsmaschine, wurde aber umgebaut, um eben in den Supermärkten die Kinder zu erfreuen, statt der betrunkenen Penner im Weihnachtsmannkostüm. Das ging natürlich schief und sie werden zurückgerufen. Allerdings in der kleinen Stadt, in der Tori und Robbie wohnen, ist der noch nicht zurückgerufen worden. Und just an Heiligabend dreht der Robbie durch und geht los, holt sich eine Axt und ja, zerhackt alles, was ihm in den Weg kommt. Und nimmt dabei natürlich die Fährte von Tori und Robbie, auf die zufällig gerade an dem Spielzeugladen vorbeigehen. Ja, von da an haben wir eine wilde Verfolgungsjagd. Joe Bagos hat Regie geführt, der Mann hat VFW gedreht, wer den gesehen hat, in dem ein paar rüstige Rentner sich zur Wehr setzen und ihre Stammkneipe verteidigen. Auch da ging es schon blutig zur Sache. Hier hat Cape Light Pictures Angst gehabt, dass die FSK sagen würde, ist nicht, weil hier, wie gesagt, auch ja, es geht ziemlich deftig zur Sache hier und da. Und es blättert schön handgemacht. Wer daran Spaß hat, der sollte hier unbedingt zugreifen. Es ist ungekürzt durchgekommen, das Ding hier ist das Mediabook. Es gibt es auch in als normale Blu-ray oder DVD oder eben auch im Stream. Der Film hat so einen, ist auf 16 mm gedreht und hat so einen sehr bunt ausgeleuchteten Stil. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Giallo, wie Suspiria, nur noch viel extremer. Also es ist wirklich so ziemlich jede Einstellung ist kickelbunt. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ich mag das sehr gerne. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Andere sagen, das nervt sie wiederum. Das muss man für sich entscheiden. Guckt vielleicht mal in den Trailer rein. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Ich finde, er macht unglaublich Spaß. Die Dialoge sind toll. Es gibt viel Nerd-Talk über Filme, über Musik, aber eben auch ja, über Sex. Und es gibt eben eine Menge Gewalt und sehr, sehr spannende Action nachher. Also man, ja, lasst euch überraschen. Christmas, Bloody Christmas ab jetzt im Handel erhältlich. Ich wünsche euch ja, einen schönen vierten Advent und wir sehen uns noch einmal zu einem weiteren Filmtipp. So, Schluss für heute. Ich glaube, ich habe ein Recht darauf. Sie wollen antworten? Ich will die Wahrheit. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Das war Deutschlands schnellste Filmkritik mit Christian Jürs. Na los doch. Make my day. Bis bald.